Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu WDCC 2014. Wir sind am Nürburgring mit unserem Honda Civic. Ja, und ich würde sagen, fahren wir los. Startfrei. 15 Minuten Rennen hier. 15 Minuten Rennen. So, wir steuern das Ganze. So. Jetzt mal jemand reinknallen hier in der ersten Schikane. Wer Schwung mitnehmen hier? Das ist der andere Kollege vielleicht. Schauen wir mal. Wo ist er? Wow, neben uns. Der, glaube ich, müsste das sein. Nein, rein, das wäre geil. Vorne Michelis hat schon Löw überholt. Jo, sehr geil. Eine Nordschleife wäre sicher auch irgendwie lustig bei der CC. Hier zum Spiel. Würde mir auch irgendwie sehr reizen. Auf die P2 da vorne, oder was? Was ist da los? Aber Löw ist sehr unruhig hier beim Anbremsen. Hat noch nicht die richtige Balance anscheinend im Auto gefunden. Ich weiß nicht. Da vorne dafür Michelis. Dran an Ivan Müller. Lopez erster. Da müssen wir jetzt dran sein, dass wir vorne bei der einen Schikane, aber da kommt die gut raus, das ist nichts, glaube ich. Da kommen wir noch gleich in den Sand. Da können wir nicht anbremsen, wenn wir da jetzt dran wären vorne, da können wir uns vorbeibremsen. Ich glaube, da ist die Kleine. Ausgesehen, als hätte wieder ein bisschen Anschluss verloren. Auf Ivan Müller. Der allerdings seinerzeit an Lopez gut dran ist. Wir wollen hier Minimum zum P5. Idealfall jetzt mal hier vielleicht an Löw vorbei, aber das ist der mit Citroën hier, mit dem Top-Auto. Okay, sind wir schon mal gut durch. So, jetzt sind wir besser dran. Wieder rauskommen. Ja, wieder besser nicht. Shit, muss ich mich noch ein bisschen steigern. Da fährt er automatisch gleich rüber auf die Kampflinie. Jetzt hätte man sogar fast überholt irgendwie. Ungewollt ein bisschen. Hier wirklich besser ist, aber das hat anscheinend gewusst und fährt gleich mal sicher zu einer Kampflinie. So, jetzt haben wir das mal erst blick ausgesehen. Ja, 10:30 noch. Ach du Scheiße. Da hat man das Heck mächtig verrissen. Ich muss da irgendwie fiese Räuber.
rein, also jetzt wieder ein bisschen Ruhe rein, einkehren lassen und Renntempo gut finden wieder. Ja, vorne noch immer alles behalten, minimale Unterschiede. Boah, da greift mich jedes an, da bekommt schon die zweite Luft anscheinend jetzt ein bisschen. Boah, das war die falsche Stelle, und wieder zweite Ecke auch. Auf mit seinem Honda. Jetzt versucht er, den Rad zu hoppen. Ah, ein bisschen besser sieht's aus. Wenn er nicht selber entweder versucht anzugreifen oder sich zu verteidigen, weil er weiß, was jetzt hinter ihm, könnte man es versuchen. Da hat er rübergezogen, oder? Sorry, Leute. Da hat er wirklich rübergezogen. Aber schon in meiner Anbremsphase. Das war, naja, wieder mal die KI. Gut. Eieiei, das hat, ja, man zieht darüber. Das ist leider, leider etwas bescheiden eingestellt. Rückstand hier auf Tom Chilton. Ja, das war eigentlich. Da muss natürlich uns noch so blöd eintreten und dazu. Naja. Das ist da direkt noch rüberziehen. Fast neben ihm sind. Das hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Okay, wir holen mal auf, wie da vorne, das ist gut. Ich soll die Reifen ein bisschen härter jetzt hernehmen, wir müssen aufholen. Also, das bringt nichts, wir müssen attackieren. Oder vielleicht noch den einen oder anderen erwischen, unter Umständen. Ist das ärgerlich. Also, ist vielleicht zu viel gepusht, aber hat uns im Endeffekt nicht mehr gekostet, wahrscheinlich da über den Körb drüber. Das, oder? 1,8, aber das glaube ich fast schon eineinhalb Sekunden aufgeholt in einer Runde auf Taubschild. Gleich die schnellste Runde von uns. Geht doch. Kriegt schon mit der Angst zu tun, da raucht schon, bleiben schon die Reifen stehen. Ja, wir sind ein bisschen am Risiko unterwegs. Wir kommen. Es geht fast voll, aber ich glaube es zumindest nicht ganz.
schade. Einfach zum Stadtziel können wir es auch noch besuchen. Zu leise. Schade. Komme ich einfach nicht so gut raus. Schon wieder zu viel, das gibt's ja nicht. Genau bei die zwei Kurven, wo es vorne dann interessant wäre beim Anbremsen, ist die KI schneller weg. Das ist unfassbar. Ganz top dran ist und vielleicht schon fast schon ausschert neben einem. So ist das nichts. Ja, vielleicht gibt es noch eine Runde. Das gibt's ja nicht. Meine konzentrieren nochmal. Du lässt dich runter. Ah, ist das ärgerlich. Das war wieder unnötig. Ja, ich habe gesagt, da gibt es ein Kurvenproblem, einfach rausfahren. Das wollte ich so ein bisschen aggressiver machen wieder. Aber dann zu hart drüber gegengelenkt. Der Gegenpendler, glaube ich, mich fast schon in Richtung Dreher gebracht. Sie haben direkt beim Anbremsen hier, Daquini. Aber auch vorne Tom Coronel, glaube ich, hat auch ein bisschen geraucht. Die KI hat irgendwie
Antrieb, ich komme da nicht so raus. Bremsen habe ich die Vorteile, aber rausbeschleunigen. Ja gut, der kann früher, das ist auch klar. Trotzdem kommt es mir ein Ticken weniger vor. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Kommt man so gut ran, aber man kann nicht überholen. Das ist ärgerlich. Vorher beim Schilden hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Da ist Startziel runter. Nein, jetzt habe ich da raus. Das ist ja auch... Ja. Das ist einfach das, wenn man da ein bisschen pusht, das ist einfach Racing. Ach, jetzt wärm und ruhig hier bei ihm. Das Heck ein bisschen gekommen, aber von dem können wir uns leider nichts kaufen. Auch hier, also er ist ja die ganze Zeit unruhig, auch hier in der Quini. Das muss ich jetzt riskieren. Ja, voll, geht doch. Sehr schön, letzte Runde. Wenigstens am Tag Quini noch vorbei und 7 wieder. Zwei Plätze nach vorne gekämpft. Wunderbar. Nach dem wirklich äußerst blöden Dreher. Ja, und hier würden wir noch einige einholen können und überholen. Wenn es auch ein bisschen gehen würde. Haha, wir haben es. Jawoll! Tom Coronel haben wir am falschen Fuß erwischt und... Jawoll! Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und sogar noch Sechster geworden. Sensationell. Ja, genau die drei da hinten, die haben wir jetzt noch überholt. Sehr schön hier im Bild noch eingefangen. Da vorne wäre schon wieder Montero, glaube ich sogar. Unser Teamkollege. Ja, optimal. Lopez gewinnt von Müller, Michaelis, ja, da hat sich nichts geändert. Im Prinzip haben wir da nur einen Platz verloren, wenn wir jetzt an Löb nicht vorbei hätten gehen können, im Endeffekt. Was wir auch sicher schaffen hätten können. Ja, gar nicht so dramatisch. Oh, sorry, jetzt habe ich die... jetzt habe ich die Punkte-Tabelle. Aber wir müssten, wenn wir theoretisch ins nächste Rennen gehen, sollten wir es eigentlich nochmal sehen, oder? Sehen wir es am Anfang noch einmal? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, die alte DTM hätte sicher auch was. Es ist zum Fahren jetzt ein bisschen schwieriger auch, glaube ich. Es wäre sicher ganz witzig. Aber zumindest extra kaufen ist jetzt auch nicht wirklich. Wenn ich es hätte, wenn es dabei wäre, könnte man es einmal testen. Ein Testlauf, aber kaufen tue ich es mir jetzt nicht. Hat es nicht die ADC GT Masters, ist die nicht neu gekommen? Oh, Red Bull Ring, geil hier. Die 2015er Saison. So, hier haben wir die Punkte. Fünfter sind wir noch. Oh, eigentlich gut, weil Michaelis hat nur... Was? Michaelis hat nur 49 Punkte. Ah ja, cool. Da würde ich sagen, das ist, warum das nicht bleibt, aber ja. Bis Platz 3, obwohl Löw wird schwer. Löw wird schwer, Montero. Ja, müssen wir schauen. Einmal 1 Ring. Gutes Training machen. Gut fahren. Und ja. Hat Spaß gemacht. Jetzt kommt der 1 Ring, Freunde. Wir nähern uns auch hier langsam, aber sicher Ende dieser Saison. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ja. Wer Bock hat, haut noch, knallt noch einen Daumen raus. Und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Lauf, einfach demnächst, wann es wieder ausgeht bei mir. Ihr seht das dann eh in meiner Playlist oder wo auch immer, wenn das nächste Video kommt. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.